Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gibt es endlich das Video, das wirklich sehr, sehr häufig angefragt wurde, weil ich es euch ja auch versprochen hatte. Und zwar wird es heute mein abschließendes Feedback zu der Isana Hautpflegelinie geben. Ich habe alle Produkte als kosten- und bedingungslose PR-Samples zugeschickt bekommen und konnte sie jetzt wirklich eine Weile testen und habe in meinem Kopf auch eine Art Liste gemacht. Also welches Produkt ist meiner Meinung nach das Beste und welches ist das Schlechteste. Aber das heißt halt nicht, dass die Produkte irgendwie doof sind oder sowas oder pauschal alle total doof sind, sondern hier geht es um persönliche Präferenzen. Denn an sich muss man sagen, sind die Produkte für Drogerieverhältnisse gar nicht mal so schlecht formuliert. Es sind keine deklarationspflichtigen Duftstoffe enthalten, keine anderweitige Parfümierung. Also zumindest beim Großteil der Produkte ist auch kein Parfum vorzufinden. Und das ist an sich für Drogerieverhältnisse schon mal richtig, richtig gut. Und ich werde die Produkte auch auf euren Wunsch hin so kennzeichnen, dass ihr wisst, welches davon eher für morgens und oder abends geeignet ist. Starten wir mal mit dem Produkt, das ich am wenigsten mag, und zwar ist das der Isana AHA Reinigungsschaum. Der hat tatsächlich genau die gleiche Formulierung wie der alte Reinigungsschaum, das heißt, hier wurde einfach nur das Design an die restliche Hautpflegelinie angepasst. Was mir an dem Produkt nicht so gut gefällt, ist das Hautgefühl nach der Reinigung, denn meine Haut spannt extrem, nachdem ich ihn verwendet habe, und sie fühlt sich wahnsinnig trocken und auch leicht gereizt an, und dafür ist halt auch die Reinigungsleistung nicht so gut. Deswegen ist das einfach ein Produkt, das zu meinen persönlichen Hautbedürfnissen nicht passt und was meiner fettarmen Haut nicht so gut gefällt. Das Isana Glycerin Serum ist leider viel zu klebrig und deswegen mag ich es auch nicht sonderlich. Ich bin zwar bereit, einen Kompromiss einzugehen, wenn das Produkt einen positiven Effekt auf meine Haut hat und es von der Klebrigkeit her ja noch aushaltbar ist. Also ich finde, es gibt auch noch zwischen Produkten einen Unterschied, was die Klebrigkeit angeht, also zumindest was die Sensorik betrifft, und das mag ich persönlich überhaupt nicht, weil es einen sehr spürbaren Film auf der Haut hinterlässt, und ich finde auch, dass dieses Serum darauf folgende Produkte negativ beeinflusst. Also ich finde, Produkte, die ich darüber auftrage, sind vom Tragekomfort nicht mehr so angenehm, wie es normalerweise der Fall ist. Aber ansonsten gibt es, was die Formulierung angeht, nicht viel auszusetzen. Glycerin kann feuchtigkeitsbindend wirken. Es kann auch indirekt einen positiven Effekt auf die Hautbarriere haben, wobei man schon sagen muss, dass die Konzentration relativ hoch ist. Normalerweise wird Glycerin in Kosmetikprodukten bis zu einer maximalen Konzentration von 10% verwendet. Alles, was darüber hinausgeht, verstärkt einfach mitunter die Klebrigkeit, was hier definitiv der Fall ist. Aber wenn euch das nicht stört, dann könnt ihr euch dieses Produkt definitiv mal anschauen. Ich weiß auch, dass es Menschen gibt, die das gerne als Booster verwenden. Das heißt, dieses Serum in ihr Gesichtswasser mit reinrühren oder in ihren Moisturizer mit reinrühren. Aber ich, wie gesagt, ich sehe da keinen großen Nutzen darin, weil ich bereits haufenweise Produkte habe, die eben Glycerin enthalten. Und was ich euch auch definitiv raten würde, ist, dieses Produkt nicht zur alleinigen Pflege zu verwenden, denn hier sind super viele feuchtigkeitsbindende Substanzen enthalten, vor allem eben das Glycerin in dieser recht hohen Konzentration, und die Haut benötigt ja nicht nur Feuchtigkeit, sondern auch Pflege, sprich, wenn ihr jetzt im Herbst Richtung Winter nur dieses Serum zur Pflege verwendet, dann kann es durchaus sein, dass eure Haut nur noch trockener und spröder wird. Das Well-Age Tagesfluid klingt in der Theorie gar nicht mal so verkehrt, denn hier ist unter anderem 5% Niacinamid enthalten, und in dieser Konzentration kann Niacinamid hilfreich bei Pigmentflecken sein. Vor allem in der Kombi mit dem integrierten UV-Schutz ist das eine super Sache, sofern man dieses Produkt in der korrekten Menge aufträgt. Und leider muss ich sagen, dass es in der korrekten Auftragsmenge sehr schwartig aussieht und die Haut so wirkt, als hätte man sich in Öl gewälzt. Und das ist einfach etwas, was ich persönlich nicht so sehr mag, vor allem wenn es spürbar ist. Das heißt, alles, was man darüber aufträgt, zum Beispiel Make-up, fängt so ein bisschen an
aufzubrechen und wegzuschwimmen. Dementsprechend ist das aus meiner Sicht jetzt nicht unbedingt ein alltagstaugliches Produkt, außer ich sitze halt den ganzen Tag zu Hause rum und habe nichts vor, muss eventuell nicht an die Tür gehen oder sowas, dann kann man das definitiv verwenden. Und ich habe auch übrigens bei Rossmann mal angefragt, warum die den UVA-Schutz nicht transparent angeben. Denn man kann ja hier einen Hinweis zum UVB-Schutz vorfinden, nur zum UVA-Schutz gibt es keine wirklichen Angaben. Und ich habe ja immer darauf spekuliert, dass die Unternehmen nicht möchten, dass solche Produkte mit Sonnenschutzmitteln verwechselt werden, sondern eher als Add-on angesehen werden. Und genau das hat mir Rossmann im Zusammenhang mit einem anderen Produkt, also ich hatte diese Anfrage bezüglich eines anderen Produkts gestellt und genau das haben sie mir dann bestätigt. Es soll einfach nicht der Eindruck entstehen, dass es sich hierbei um Sonnencremes handelt, sondern dass das einfach ein Produkt mit einem kleinen Bonus ist. Ihr könnt mir ja sehr, sehr gern unten in die Kommentare schreiben, was ihr von dieser Herangehensweise bzw. dieser Erklärung haltet. Ich persönlich kann es bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen, wobei ich auch der Meinung bin, dass die Verbraucher und Verbraucherinnen heutzutage ja auch relativ mündig sind und wissen, was sie da kaufen und wahrscheinlich dann auch selber entscheiden können, ob sie was mit der UVA-Schutzangabe anfangen können oder nicht. Aber wie gesagt, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare, was ihr davon haltet. Die Isana Ceramide Cream klingt in der Theorie auch großartig, ist ebenfalls 5% Niacinamid vorzufinden, welches hilfreich bei Pigmentflecken sein kann, 3% Panthenol, welches reizlindernd und beruhigend wirken kann und Ceramid NP, das die Hautbarriere supporten kann. Aber ich habe sie leider nicht vertragen, also zumindest auf Dauer ist meine Haut so ein bisschen unruhiger geworden. Dementsprechend landet sie auf diesem Platz. Und ja, ist nun mal so, es muss definitiv nicht auf euch zutreffen, weil das eine sehr, sehr individuelle Angelegenheit ist. Denn an sich gibt es an dieser Creme nicht sonderlich viel auszusetzen. Sie lässt sich ohne Probleme auftragen. Ich finde, sie rollt sich auch nicht ab. Und je nachdem, wie viel man aufträgt, wird sie sensorisch auch angenehmer. Also je mehr man benutzt, umso klebriger wird die Creme natürlich. Aber wenn man da so diesen Sweet Spot findet, finde ich diesen Moisturizer durchaus angenehm, vor allem für Drogerieverhältnisse. Der Isana Liquid Moisturizer ist ein absoluter Community-Liebling. Ich habe euch ja auf Instagram gefragt, welches Produkt ihr aus der Hautpflegelinie besonders mögt. Und da wurden 3 sehr, sehr häufig genannt. Deswegen habe ich auch noch mal eine Umfrage auf YouTube gemacht, um festzustellen, welches unter diesen 3 auf dem ersten Platz landet. Und es ist dieser Liquid Moisturizer, was ich zu 100% nachvollziehen kann, denn er ist wirklich toll formuliert. Hier sind super viele feuchtigkeitsbindende Inhaltsstoffe vorzufinden, auch barrierestärkende Inhaltsstoffe. Und ich meine, die Haut freut sich natürlich über Feuchtigkeit, selbstverständlich auch über Pflege. Aber von der Formulierung her gibt es ja absolut nichts auszusetzen. Ich persönlich bin kein großer Fan, weil mir dieser Liquid Moisturizer zu klebrig ist und ich hier einfach keinen Effekt sehe. Deswegen benutze ich ihn auch nicht so regelmäßig. Ich habe ihn natürlich für dieses Video wieder in meine Routine integriert, aber musste einfach feststellen, dass er für meine Haut nicht sonderlich viel tut, sondern dass er mir sogar ein bisschen auf den Keks geht, weil er zu klebrig ist und weil darauf folgende Produkte ja manchmal ganz komisch mit diesem Moisturizer interagieren. Das Isana BHA Peeling ist sensorisch gesehen nicht so mein Fall, weil es einfach einen sehr stärkehaltigen und spürbaren Film auf der Haut hinterlässt, was ich persönlich überhaupt nicht mag. Aber wenn man es als Rinse-Off-Produkt verwendet, also als Produkt, das man wieder von der Haut runterspült, dann ist es gar nicht mal so schlecht. Das heißt, ich trage es auf meine trockene Haut auf, also sollte natürlich auch kein Make-up und sowas drauf sein, sollte gereinigte, fresher Haut sein, schön trocken. Dann trage ich das für 15 Minuten auf, lasse es einwirken und spüle es mit Wasser wieder runter und kann dann mit meiner darauffolgenden Hautpflege weitermachen, ohne dass ich ja dieses komische Hautgefühl auf der Haut habe. Dafür ist das wirklich gut und die Salicylsäure kann unter anderem hilfreich bei Entzündungen sein, aber auch hier ist natürlich super, super wichtig, auf UV-Schutz zu achten. Und ich wollte euch auch noch mal den Hinweis geben, weil
auf den Produkten ja ganz oft draufsteht, man soll das nicht mit AHA oder Niacinamid-Produkten benutzen. Das ist eher so eine Vorsichtsmaßnahme, um Irritationen zu vermeiden. Also viele Leute neigen ja dazu, ganz viel miteinander zu kombinieren, ganz viel auf die Haut aufzutragen, ja, und dann zerschießen die sich auf Dauer irgendwann die Hautbarriere und haben noch mehr Probleme als vorher, was natürlich keine gute Idee ist und auch kein gutes Ergebnis. Und mit solchen Hinweisen, dass man das zum Beispiel nicht mit Niacinamid kombinieren soll oder mit weiteren AHA- oder BHA-Produkten, ja, versucht man das so ein bisschen zu umgehen, dass die Leute zu viel auf einmal verwenden. Das Isana Balance Serum ähnelt von der Sensorik her dem BHA-Peeling. Deswegen bin ich persönlich kein großer Fan, weil es einfach so einen stärkehaltigen Film auf der Haut hinterlässt. Und ich habe eine fettarme Haut. Das heißt, ich mag das einfach vom Tragekomfort nicht so gerne. Aber was die Formulierung angeht, gibt es hier nicht sonderlich viel zu meckern. Hier ist 5% Panthenol enthalten, welches reizlindernd und wundheilungsfördernd wirken kann. Das heißt, alle Leute, die eventuell so eine gereizte, strapazierte Haut haben, können sich das definitiv anschauen. Nur solltet ihr euch nicht erhoffen, dass das ein Serum ist. Also, dass es so eine serumartige Konsistenz hat, denn das ist meiner Meinung nach einfach eine Creme, die in die falsche Verpackung gepackt wurde, weil dieses Serum natürlich mit einem Dropper daherkommt und mit so einem Dropper kann man so eine dicke Emulsion nur schwer dosieren. Jetzt kommen wir zu meinen persönlichen Favoriten und da ist das Isana Glykolsäure Peeling dabei mit einem 6%igen Glykolsäurekomplex. Das heißt, wir wissen leider nicht genau, wie viel Glykolsäure hier tatsächlich enthalten ist, aber ich würde sagen, die Konzentration geht definitiv noch in die einsteigerfreundliche Richtung, wobei man dazu auch sagen muss, dass Glykolsäure nicht unbedingt zu den mildesten oder zu den sanftesten Säuren gehört, weil sie doch recht gut in die Haut eindringen kann und dadurch eben auch ein gewisses Irritationspotenzial mit sich bringt. Aber ich persönlich bin mit diesem Peeling wunderbar zurechtgekommen. Das ist auch übrigens genau die gleiche Formulierung wie beim alten Isana Glykolsäure Peeling. Hier hat sich wie bei den anderen Produkten nur die Verpackung geändert. Und ich habe damit tatsächlich keine schlechten Erfahrungen gemacht. Ich benutze es aber auch nicht jeden Tag, was auch super, super wichtig ist. Man sollte es mit Peelings, egal ob abrasive Peelings, also mechanische Peelings oder Säurepeelings, man sollte es damit einfach nicht übertreiben und nicht zu viel miteinander kombinieren, um seine Haut nicht zu doll zu strapazieren, weil euch das einfach im Endeffekt die Hautbarriere zerschießen kann und ihr dann sehr, sehr viel Arbeit reinstecken müsst, eure Hautbarriere wieder aufzubauen und wieder zum Normalzustand zurückzukehren. Aber wie gesagt, ich mit meiner empfindlichen Haut bin mit diesem Peeling gut zurechtgekommen, wenn ich es maximal zweimal die Woche angewendet habe. Und hier ist die Textur bzw. auch der Tragekomfort so angenehm, dass man dieses Produkt theoretisch auch als Leave-On verwenden könnte, also indem man es auf der Haut drauf lässt, wenn man damit klarkommt. Glykolsäure kann sanft peelend wirken, sie kann den Feuchtigkeitsgehalt der Haut erhöhen, sie kann die Kollagensynthese anregen, hilfreich bei Pigmentflecken sein und so weiter und so fort. Dementsprechend ist es auch wichtig, bei Säurepeelings, aber auch bei mechanischen Peelings auf UV-Schutz zu achten, sprich morgens dann seine Sonnencreme aufzutragen oder eine Tagescreme mit entsprechendem Lichtschutzfaktor, natürlich in der korrekten Auftragsmenge. Der Isana AHA PHA Cleanser ist wirklich sehr angenehm, vor allem im Vergleich zu dem Balea PHA Cleanser, denn ich finde, dass der hier deutlich weniger austrocknend ist. Ich habe sogar beide direkt im Vergleich getestet, das heißt, ich habe den einen Cleanser auf die eine Gesichtshälfte aufgetragen und den anderen auf die andere Gesichtshälfte und musste einfach feststellen, dass der hier meine Haut nicht so extrem austrocknet wie der von Balea. Die sind auch beide komplett unterschiedlich formuliert und dementsprechend lohnt es sich definitiv, einen Blick hier drauf zu werfen, falls man den anderen nicht so gut verträgt oder damit nicht so gut zurechtkommt. Was dieser Cleanser allerdings nicht leisten kann, ist Make-up zu entfernen und Sonnencreme zu entfernen. Also ich hatte den beim Campen dabei und er hatte krasse Probleme
mit Sonnencreme. Also ich habe nichts damit runterbekommen, aber wirklich gar nichts. Sprich, ich musste da immer mit meinem Reinigungsgelee ran oder einem Reinigungsöl, aber so als sanfter Reiniger für morgens oder mal zwischendurch, wenn man nicht viel auf der Haut drauf hat, so nach dem Sport zum Beispiel, wenn man viel geschwitzt hat oder sowas, dafür ist der richtig, richtig gut geeignet. Was ich euch aber noch unbedingt dazu sagen möchte, ist, dass dieser Cleanser mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit, also ich sag mal so zu 99%, nicht peelend wirken wird. Denn dafür ist einerseits die Konzentration der Säuren zu gering, dann passt der pH-Wert des Cleansers nicht, also der pH-Wert ist zu hoch, damit die Säuren peelend wirken können, und dann ist das ja auch noch ein Rinse-Off-Produkt. Also ein Produkt, das man von der Haut runterspült, und deswegen muss man das ja natürlich alles mit einkalkulieren, inwiefern diese Säuren dann auch wirken können. Aber da hier einfach auch die Konzentrationen zu gering sind und auch der pH-Wert nicht passt, ist es sehr, sehr fraglich, ob dieser Cleanser einen peelenden Effekt hat. Das Sisana Acelainsäure Serum hat mich vor allem vom Tragekomfort überzeugt, denn dafür, dass hier Acelainsäure enthalten ist, ist das super, super angenehm. Leicht wässrig auf der Haut, easy zu verteilen, jetzt nicht übermäßig klebrig, hat jetzt auch keinen super stark pflegenden Effekt. Das heißt, Leute, die eher zu öliger Haut neigen, werden das sicherlich auch mögen. Und ich finde, dass dieses Produkt den Begriff Serum auch tatsächlich mal verdient hat, weil es sich nicht nur wie ein Serum anfühlt, sondern auch gut mit dem Dropper dosieren lässt. Aber ihr könnt euch von den 3% Acelainsäure jetzt keine Verbesserung von Pickelmalen erhoffen, denn dafür sind in den meisten Fällen einfach höhere Konzentrationen notwendig. Ich kann auch gerne ein komplettes Video zur Acelainsäure machen, also wie ich es beim Niacinamid Video gemacht habe, in dem ich euch erkläre, worauf man achten soll, was man erwarten kann, welche Konzentrationen notwendig sind. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, ob ihr das möchtet, dann kann ich das sehr, sehr gerne umsetzen. Aber 3% Acelainsäure können unter Umständen hilfreich bei Entzündungen sein. Das heißt, wenn man so zu Pickeln neigt, dann kann man sich das definitiv mal anschauen. Und Acelainsäure kann eben auch antioxidativ wirken. Das heißt, es spricht auch absolut nichts dagegen, dieses Produkt in die Morgenroutine zu integrieren und es mit einem entsprechenden UV-Schutz zu kombinieren. Auf dem zweiten Platz landet das Isana Bakuchiol Serum mit 0,1% Retinol und 0,5% Bakuchiol. Und auch ihr mögt dieses Serum sehr, sehr gerne. Ich glaube, ihr habt es auf den dritten Platz gewählt, aber nichtsdestotrotz wurde es auf Instagram sehr, sehr oft als Favorit genannt. Und das kann ich absolut nachvollziehen, denn es ist gar nicht mal so einfach, ein gescheites Retinolprodukt in der Drogerie zu finden. Vor allem, wenn es darum geht, dass da auch tatsächlich Retinol und nicht Retinylpalmitat enthalten ist. Denn in dieser Konzentration kann Retinol bereits einen positiven Effekt auf die Haut haben. Also Retinol ist dafür bekannt, die Kollagensynthese anzuregen, hilfreich bei Pigmentflecken zu sein und auch indirekt den Feuchtigkeitsgehalt der Haut zu erhöhen. Und in der Kombi mit dem Bakuchiol wird das Retinol sogar stabilisiert. Das heißt, ihr habt länger was davon. Allerdings würde ich euch empfehlen, dieses Serum eher abends zu benutzen, weil es erstens so einen gewissen Pflegeeffekt mit sich bringt. Also man merkt schon, dass man was aufgetragen hat, wobei es jetzt auch nicht zu viel ist. Also es ist jetzt kein absolut krass fettig spürbarer Film. Und weil Retinol auch recht lichtempfindlich ist und die Zellerneuerung anregen kann. Das heißt, es kann durchaus sein, dass die Haut sich stellenweise so ein bisschen schuppt, je nachdem, wie viel Erfahrung man schon mit Retinol hat. Normalerweise würde ich auch sagen, dass das jetzt nicht unbedingt die einsteigerfreundlichste Konzentration ist, aber ich persönlich komme richtig, richtig gut damit zurecht und vertrage es wunderbar. Das heißt, wenn ihr auch eine empfindliche Haut habt und schon immer mal Retinol ausprobieren wolltet, dann könnt ihr euch das definitiv mal anschauen. Aber vergesst bitte nicht, frühst dann auf UV-Schutz zurückzugreifen. Allgemein alles, was so an Actives hier vorzufinden ist, die peelend wirken können oder die zum Beispiel bei Pigmentflecken helfen können, allgemein bei Hyperpigmentierung helfen können. Es ist einfach kontraproduktiv, diese Produkte zu verwenden und dann morgens aber nicht auf UV-Schutz zu achten. Weil die UV-Strahlung dafür bekannt ist, Pigmentflecken
zu begünstigen, also die Entstehung von Pigmentflecken zu begünstigen und Hyperpigmentierung zu intensivieren. Sprich, man arbeitet dann wieder so komplett gegen diese Hautpflegeroutine, die man sich zusammengestellt hat, wenn man früh nicht auf UV-Schutz achtet. Auf dem ersten Platz landet natürlich das Isana Overnight Moisture Serum. Ich wette, ihr habt alle damit gerechnet, weil ich genauso vorhersehbar bin wie ein Busfahrplan, aber es ist nun mal so. Niacinamid ist einer meiner absolut liebsten Inhaltsstoffe und ich freue mich einfach zu sehen, dass es hier in einer Konzentration von 5% verarbeitet wurde und nicht 10% oder 20%, weil ich mit solch hohen Konzentrationen auf Dauer Probleme habe. Und Niacinamid kann bereits in dieser Konzentration einen positiven Effekt auf die Haut haben. Ich habe auch übrigens ein komplettes Video zu Niacinamid gemacht. Das heißt, falls ihr euch für diesen Inhaltsstoff interessieren solltet, also wie man ihn anwendet, was man erwarten kann, was man beachten sollte, ich verlinke euch das Video hier und selbstverständlich unten in der Infobox. Vom Tragekomfort ist das Serum nicht so angenehm. Also es ist ein bisschen klebrig, aber wie gesagt, ich bin bereit, Kompromisse einzugehen, wenn ich einen Effekt sehe, und das tue ich hier definitiv. Zumal ich auch so meine Tricks habe, wie ich solch klebrige Produkte angenehmer gestalten kann. Falls ihr euch für diese Tricks interessieren solltet, schreibt es unten in die Kommentare, dann kann ich sehr, sehr gerne nochmal einen Post oder ein Reel dazu machen. Und da ich dieses Serum eher abends benutze, stört mich diese leichte Klebrigkeit auch nicht so sehr. Das war's schon mit dem Ranking-Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat und auch ein kleines bisschen hilfreich war. Falls ihr noch Fragen haben solltet, packt die gerne unten in die Kommentare, dann versuche ich da so gut es geht drauf einzugehen. Und ich bin auch am Überlegen, ob ich so ein ähnliches Video zur Balea Beauty Expert Reihe mache. Ich weiß nicht, habt ihr da Interesse dran? Falls ihr noch nicht genug von Drogerie Hautpflege haben solltet, dann klickt doch auf dieses Video und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!